Hey Leute, und mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute sind wir mit einigen hilfreichen Tipps zum Thema Garnelenhaltung am Start. Viel Spaß! Ja, heute möchte ich mal einige spannende Fragen von euch beantworten zum Thema erfolgreiche Garnelenhaltung, vielleicht auch spezifisch der Bereich Zucht, Vermehrung und ähnliches. Ich hatte vor einigen Tagen eine Umfrage gestartet bei Instagram zum Thema so Shorts, Reels, also Kurzvideovorlagen, was man schnell knackig beantworten kann. Und da waren halt auch so drei, vier Sachen mit dabei, wo ich mir gesagt habe, wird ein bisschen mager mit dem 60-Sekunden-Format, das wirklich vernünftig zu erklären. Dem Ganzen wollen wir heute unter die Arme greifen, beziehungsweise das Ganze wollen wir angehen. Und ich möchte euch hier so ein, zwei Mythen oder vielleicht auch Geschichten aus der Garnelenhaltung näher bringen und erklären. Als erstes fangen wir einmal mit einem sehr spannenden Punkt an, wie ich finde, und auch ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass es nicht alle da draußen unter euch wissen beim Thema Garnelenhaltung, und zwar der Faktor, die Farbe des Bodengrunds. Ich habe die Tage ein, zwei Anfragen bekommen zum Thema, ja, ich habe das und das Setup, mein Becken läuft super, Wasserwerte sind in Ordnung, die Tiere haben Versteckmöglichkeiten, aber trotz dessen färben sie sich so langsam um, verlieren Farbe. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sie gestresst sind. Wo rührt das Ganze her? Es ist Tatsache so, bei den meisten Garnelen, die wir bei uns hier in der normalen Garnelenhaltung halten, also mal als Beispiele Bienengarnele, Tigergarnele, fast alles aus dem Neocaridina Davidii-Bereich und so weiter, hat den Fakt bzw. die natürliche Gegebenheit, dass sich die Tiere schützen können oder man mag auch sagen fast tarnen können. Jetzt nicht wie ein Chamäleon, aber sie passen sich den Gegebenheiten an. Ihr müsst euch vorstellen, die Farbzellen bei den Tieren sind wie ein gespreizter Fächer. Ich sag mal wie ein 360-Grad-Fächer, so könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Und wenn die Tiere merken, dass sie längere Zeit, das mag je nach Art, auch je nach Konstellation, über mehrere Tage als auch mehrere Wochen gehen, wenn die merken, der Untergrund ist zu hell. Da ist nicht nur der Bodengrund mit gemeint, auch wenn ihr relativ helle Steinaufbauten drin habt, helle Wurzeln mal angenommen, Spiderwood ist ja auch meistens relativ hell, dann kann das dazu führen, dass das Tier das als sehr helle Fläche wahrnimmt. Und infolgedessen sind die Garnelen dazu in der Lage, aus diesem gespreizten Fächer einen zusammengeklappten Fächer zu machen. Was dann für uns, wir Aquarianer, die vom Becken stehen, letztendlich das Endergebnis hat, die wirkt irgendwie blass. Die sieht irgendwie nicht mehr so farbprächtig wie vorher aus. Wie gesagt, es trifft nicht bei allen Varianten zu. Hier haben wir auch wieder den Unterschied, die Untergewebefärbung bzw. Unterpanzerfärbung, die Oberpanzerfärbung. Aber grundlegend kann man sagen, bei vielen Fällen ist es so, wenn Tiere umgesetzt werden auf einen hellen Bodengrund, innerhalb von ein paar Tagen bis ein paar Wochen, werden diese Tiere langsam verblassen. Das wird über die ersten ein, zwei Generationen auch erstmal keinen Einfluss auf die Weitergabe der farblichen Gene haben, aber auf Langzeit hin kann das auch dazu führen, so blöd wie es klingt, wenn man zwei Becken aufstellen würde, eins mit Bodengrund in dunkel, eins mit Bodengrund in hell, dass über langen Zeitraum hin, da reden wir von zwei, drei Jahren und vielleicht, keine Ahnung, sechs, sieben Generationen, dass die mit dem dunklen Bodengrund bessere Farben auf Dauer entwickeln würden als die mit dem hellen Bodengrund. Das soll jetzt kein Schocker für euch sein, dass ihr sagt, um Gottes Willen, ich will keinen hellen Bodengrund oder ähnliches mehr. Wir müssen hier wirklich differenzieren. Einmal das Thema, was ist überhaupt heller Bodengrund? Also zum Beispiel das Buße Mountainbecken, was hier hinter mir steht mit diesem mittelwarmen, lehmbraunen Ton, ist erstmal für mich jetzt kein heller Bodengrund. Und man merkt es auch an den Tieren, die jetzt schon wirklich sehr lange da drin sind. Wir haben hier gefühlt 0,0 Umfärbung. Stellenweise habe ich sogar das Gefühl, dass die Tiere besser geworden sind in der Färbung. Helle Bodengründe sind so Geschichten wie Sand. Gerade auch Sand, so ja, Schneesand, Schneeweiß wird da oft verkauft, so Geschichten, was schon fast ein bisschen künstlich wirkt. So Geschichten, wenn man zum Beispiel ein Bahama Beige sowas in die Richtung hat, das ist schon wieder Tendenz eher in Ordnung, hängt aber auch individuell von der jeweiligen Garnele und ihrer Färbung ab. Aber ja, das stimmt Tatsache, man kann bei den meisten Arten beobachten, wenn sie dauerhaft auf hellem Bodengrund gehalten werden, dass sie nach und nach ihre Farbzellen zusammenziehen und halt farblich nicht mehr so attraktiv wirken. Ja, und das nächste Thema wäre, sind kalte Wasserwechsel ein absoluter Vermehrungsförderer? Das ist so eine, man mag schon fast verblümt sagen, Alt-Aquarianer Weisheit, schön kalte Wasserwechsel reinhauen, vielleicht nur 10 Grad oder noch weniger und binnen 24 oder 48 Stunden vermehren sich auf einmal Tiere, die sich vorher gar nicht vermehrt haben.
Also es ist in gewisser Art und Weise was dran, man muss aber hier auch differenzieren. Das kommt hauptsächlich aus der Fischzucht. Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen. Die Tiere, wenn sie aus der Natur kommen, wir machen es jetzt mal einen Panzerwelzen fix, weil da weiß ich es noch von meinem Onkel, der hat die auch gezüchtet. Ist es so in der Natur, in den Regenphasen im Amazonas, logischerweise, es regnet viel, es fällt aber auch viel mehr Nahrung für die Tiere an. Sprich, was an Insekten auf Blättern rumkriecht und ähnliches, fällt ins Wasser und die Tiere haben mehr proteinreiche Nahrung. Das bringt wiederum, sag ich mal, den Hormonhaushalt in Schwung und die Tiere tun sich meist infolgedessen deutlich mehr vermehren. Gleichzeitig mit dem vielen Regen werden auch schockartig, in Anführungsstrichen schockartig, die Wassertemperatur gesenkt und das ist halt auch so ein Thema, was den Rhythmus, den Vermehrungsrhythmus bei den Tieren fördert. Und gerade auch in der Fischzucht wird das bis heute noch sehr, sehr gerne gemacht. Manche gehen da sogar so weit und warten Tiefdruckphasen beim Wetter ab, weil wohl die Tiere da auch in einer gewissen Art und Weise einen Sinn für haben. Da bin ich aber nicht tief genug ehrlich und offen in der Thematik Fischzucht. Aber ich kenne es, dass wirklich dann gerade auch im Herbst die Tiefdruckphasen abgefahrt werden und dann relativ starke kalte Wasserwechsel gemacht werden. Bei uns Garnelenaquarianern wird das hier und da auch gefördert. Ich finde, es ist ein sehr zweischneidiges Blatt. Es mag durchaus funktionieren. Auch unsere Garnelen haben in gewisser Art und Weise diesen natürlichen Rhythmus, wenn man sagen möchte, drin. Sprich, es regnet viel, das Wasser kühlt ab, es fällt mehr Nahrung an, bringt vielleicht auch einen Hormonhaushalt ein bisschen durcheinander. Okay, sie können sich mehr vermehren. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ein großer Stressfaktor, wenn ihr sehr kalte Wasserwechsel macht. Im Normalfall sind das dann auch sehr häufige über einen sehr kurzen Zeitraum, um wirklich diesen Schwung, diese Förderung da reinzubringen. Also da reden wir nicht von, keine Ahnung, einmal im Monat einen kälteren Wasserwechsel und drei normale. Das bringt im Prinzip nichts. Dann könnt ihr auch nur normale machen. Ich kann hier keine allzu klare Empfehlung aussprechen. Ich kann nur einen gewissen Fakt sagen zu euch. Schaut bei einem bis zu 50-prozentigen Wasserwechsel, dass ihr maximal einen Temperaturunterschied von 10 Grad zur Beckentemperatur habt. Ich würde eher weniger anpeilen. Bei mir kann ich euch auch sagen, die letzten 10 Jahre, wo ich meine Zucht hier betreibe, sind die Wasserwechsel immer Raumtemperatur gewärmt. Also vielleicht, ich sag mal, 2 Grad weniger als die Beckentemperatur, das was in meinem Osmosetank dann dementsprechend bereitsteht. Aber ich spiele da nicht großartig mit Temperaturen rum und habe trotzdessen, wie ihr ja in den Videos seht, regelmäßig meine Zuchterfolge. Man kann es machen, seid bitte in einem gewissen Fakt vorsichtig mit dabei. Wie gesagt, das ist ein Stressfaktor. Ihr merkt auch wirklich, wenn ihr zu viel zu kaltes Wasser reinkippt, die Tiere werden so ein bisschen apathisch, zucken relativ schnell auch vor dem kalten Wasser weg, ziehen sich vielleicht erstmal zurück, kann sogar so weit gehen, dass sie erst ein, zwei Tage mal nichts fressen. Leichte Gewebemilchfärbung, auch wieder so ein Stresszeichen. Ich würde es nicht zwingend empfehlen, wenn ihr es mal probieren wollt. Wie gesagt, wie vorher genannt mit den Werten, übertreibt es nicht. Man kann es mal probieren. Es führt aber nicht bei jedem zum absoluten Erfolg. Ein weiterer Punkt, der häufig gefragt wurde, ist das Thema, wie wichtig ist eigentlich der pH-Wert bei der Haltung? Man erfährt immer wieder Dinge, wo man sagt, okay, da wachsen Tiere oder gedeihen und vermehren sich sogar bei pH-Werten, die weit fernab von den natürlichen Werten sind. Und dann bekomme ich auch von euch wirklich oft die Frage, ja, ich habe eigentlich beim GH, KH einen super Wert, die Temperatur passt, mein pH-Wert ist ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu niedrig, meinst du, das klappt? Man muss hier dazu sagen, Tiere haben einen gewissen, oder die meisten Tiere im aquaristischen Bereich haben einen gewissen Toleranzbereich. Also sprich, es das heißt nicht, die Bienengarnele kannst du nur bei 6,5 pH-Wert halten, sondern wir reden hier immer bei einem von-bis-Wert. Häufig ist es so, dass ihr das Problem habt, so wie ich es mitbekomme, dass ihr außerhalb dieser Range seid. Diese Range ist aber auch nur ein Anhaltspunkt. Und man muss auch dazu sagen, und ich bin auch feste der Meinung, auch wenn es hier wirklich viel, ja, wie soll man sagen, viel gegenteilige Meinungen gibt in dem Bereich. Man kann Tiere, oder wir machen es jetzt mal Bereich für Garnelen, sonst werde ich wieder geklatscht dafür, dass es bei Fischen irgendwie anders ist. Bei Garnelen kann es wirklich von Generation zu Generation sein, dass die Tiere zu einer gewissen Tendenz hin einem anderen Wasserwert angepasst werden können. Ich habe unter anderem in meinem Bekanntenkreis jemanden, der Kardinalsgarnelen ohne Probleme bei einem pH-Wert von 7,0 hält, was so ziemlich fernab ist von dem, was eigentlich in den Empfehlungen steht. Normal sind wir da bei 7,5 bis 8,5, aber es funktioniert bei ihm. Muss aber auch dazu sagen, der züchtet mittlerweile, ich glaube, schon fast in der 10. Generation Nachzuchten und hat sich so immer ein bisschen mehr angeglichen. Sein Ziel ist es halt auch wirklich, Tiere zu züchten, die
in Anführungsstrichen auch der Autonormalverbraucher pflegen kann. Klar, dass Kardinalskandelen trotz dessen nicht irgendwie in Gesellschaftsbecken oder was reingehören, aber gerade auch was die zickigen Wasserwerte angeht, beziehungsweise die Zickigkeit gegenüber den Wasserwerten, um das ein bisschen anzugleichen. Das heißt für euch, informiert euch, schaut, wo ihr euren Stamm, den ihr in dem Becken halten wollt, her habt und orientiert euch lieber an den Werten, die der Züchter oder der Laden in dem Fall vielleicht auch empfiehlt, was die in ihrer Anlage haben und vielleicht gar nicht mal so extrem nach den Gegebenheiten. Was man sagen kann, was ich jetzt auch über die Jahre hier in meiner Anlage wirklich gemerkt habe, ist bei allem, was in einem Niedrig-pH-Wertbereich lebt. Und ich denke, das kann man auch wirklich auslegen auf den pH-Wertbereich für Sulawesis im oberen Bereich. Umso mehr ihr euch von diesem Grundwert entfernt, mag es zwar sein, dass man die Tiere dort noch halten kann, dass sie sich auch durchaus wohlfühlen, aber meistens stellt sich die Vermehrung ein. Gerade auch bei meinen sämtlichen Caridina Logemani als auch die Galaxy Tigers, die ich mal hatte, hast du wirklich gemerkt, alles so ab pH 6,5, 6,6 aufwärts ist ein Break, da wird die Vermehrung komplett eingestellt, da werden nicht mal mehr großartig Eier angesetzt. Und das wird man vermutlich auch in höheren pH-Ranges dann wiederum beobachten können, wenn man mal angenommen Caridina Spinata halten möchte und hat dann nur einen pH-Wert von, keine Ahnung, 6,8, wird man vermutlich auch merken, die Vermehrung wird nicht stattfinden, geschweige denn, ob man die Tiere vielleicht noch in dem Bereich halten kann. Was ich sagen will, lange Rede, kurzer Sinn, informiert euch, wo ihr die Tiere herbekommt, wie sie dort gehalten wurden und denkt bitte daran, es ist immer ein Von-Bis-Bereich und kein Fix-Bereich. Ja, und an letzter Stelle möchte ich nochmal eine Frage aufgreifen, die in letzter Zeit, wobei letzte Zeit ist gelogen, eigentlich seit jeher immer wieder von euch auftaucht und mir so im Nachhinein aufgefallen ist, ich habe eigentlich nie wirklich ein Video zu der Thematik gemacht, weil es für mich vielleicht jetzt nach so langer Zeit ein recht klares Thema war. Und zwar, ganz einfach gesagt, was ist der richtige Filter für mich? Ich will da jetzt auch keinen riesengroßen Eck draus machen, aber ich bekomme von euch wirklich sehr häufig die Frage, gerade bei Leuten, die ihr erstes Becken haben oder vielleicht auch bei welchen, die eine ganze Anlage planen. Ja, ich habe das und das Becken, die und die Größe, ich will das und das reinsetzen, was empfiehlst du mir für einen Filter? Und ich stehe dann da, den und so weiter. Der Punkt ist der, ob ihr jetzt erstmal einen Rucksackfilter, einen Innenfilter, einen Außenfilter, einen Schwammfilter, einen Aquailpad Mini, einen keine Ahnung was, sonst irgendwas, alles Mögliche. Der Filter muss einfach nur gut dimensioniert für euer Becken sein und er muss dementsprechend für eure Ansprüche bestückt sein. Filterung kann durchaus ein komplexes Thema sein, hängt immer individuell vom Setup ab. Gerade auch Aquascaping-Bereich, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht zu viele Nährstoffe, die wiederum die Pflanzen brauchen, aus dem Wasser zieht. Aber wenn wir hier über den normalen Gesellschafts-Aquariumsbereich sprechen, über den Bereich mit reinen Artbecken, mit reinen wirbellosen Becken, mit Schnecken, Süßwasserkrebsen, Garnelen, sonst was drin. Erster wichtiger Punkt, so als Leitlinie für euch, guckt, dass der Filter für eure Beckengröße ausreicht. Mittlerweile habe ich das Gefühl, die meisten Hersteller schwenken sogar ein bisschen um und schreiben ja mittlerweile vernünftigere Angaben für die Beckendimensionen auf ihre Filter. Ich hatte da so vor knapp 10 Jahren so das Gefühl, dass die meisten so eine Von-Bis-Spanne angeben, dass möglichst viel, sag ich mal, an Range mit vielleicht nur 3 Filtern abgedeckt werden kann. Aber wie gesagt, so jetzt nach ein paar Jahren habe ich das Gefühl, die Werte werden deutlich realistischer an der Stelle. Also orientiert euch da gerne auch an den Herstellerbeschreibungen ran. Und überlegt euch, was erwartet ihr von eurem Becken? Was möchtet ihr? Sagt ihr, ich möchte einfach nur glasklares Wasser, ich möchte möglichst einen Nährstoffüberschuss vermeiden, weil ich will keine Algen, weil es soll in Richtung Aquascape jetzt mal angenommen gehen. Oder ihr sagt, nee, ich möchte einfach nur gemütlich Garnelen halten, ich möchte vielleicht auch Nachwuchs. Und da müsst ihr für euch, schreibt von mir aus eine kleine Strichliste, mal alles zusammenschreiben, was so eure Prioritäten sind, wo ihr sagt, okay, das ist mir wichtig, so und so soll das Becken laufen in meiner Vorstellung. Und dann müsst ihr euch Gedanken machen, Thema Ausschussverfahren, was ist für mich geeignet? Thema auch Garnelen, Nachwuchssicherheit, dann wird man vielleicht eher zu einem Schwammfilter tendieren. Man sagt, okay, für mich ist die Akustik wichtig, das Ding steht, keine Ahnung, 2 Meter von meinem Schlafzimmer weg. Dann wird vielleicht ein luftheberbetriebener Filter nicht in Frage kommen, sondern vielleicht eher was mit einem Aquailpad Mini mit irgendeiner Form von Innenfilter. Ihr sagt, ja, ich will mir nicht die Finger nass machen, wenn ich mal den Filter sauber mache. Okay, gut, dann sind wir wieder von dem Innenfilter weg, sind beim Außenfilter, wobei da auch durchaus die Finger mal nass werden können. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will.
Macht euch einfach Gedanken, was eure Ansprüche sind. Schreibt es gegebenenfalls aus, wenn ihr es nicht vom geistigen Auge so jetzt behalten könnt. Und dann Ausschlussverfahren sagt, okay, das und das kann der Filter. Es steht ja wirklich auch bei den meisten Herstellern schön beschrieben drauf. Und dann sagt ihr, okay, nee, das ist ein No-Go für mich. Thema weg. Nächster Filter gucken, okay, check, 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 check. Nee, passt auch nicht, weg mit. Und zum Schluss werdet ihr auf den Filter stoßen, der für euer Setup geeignet ist. Weil die Frage ist für mich immer sehr, sehr schwer zu beantworten, da ich hier in meiner Anlage gefühlt so ziemlich alles in jeglichen Formen betreibe. Im großen Becken hatten wir einen Außenfilter, da drüben haben wir einen Rucksackfilter, am Fluraquarium haben wir einen Rucksackfilter, im 60p haben wir einen elektrischen Innenfilter, hier haben wir luftheberbetriebene Filter. Ihr merkt's, also es funktioniert alles, es muss aber für euer jeweiliges Setup passend sein und macht euch wirklich Gedanken, was so eure Ziele sind mit der Filterung des Beckens. Klar, mein Jenner wird jetzt sagen, ja, ich will einfach nur einen Filter, dass das Wasser sauber ist. Ah ja, dann kauf halt einen Standardfilter. Standardfilter, wenn du sagst Innenfilter oder halt Außenfilter, dann musst du dich halt trotzdem noch entscheiden. Aber es liegt leider nicht in meiner Fähigkeit, euch diese Entscheidung zu nehmen. Klar, ihr könnt mir weiterhin gerne immer noch schreiben. Ich gebe euch dann mal so ein paar Tipps. Aber nehmt vielleicht auch dieses Video als Leitlinie, wo ihr sagt, okay, gut, ja, das ist wichtig. Der und der Filter kann das. Okay, mein Filter. Fertig. Ja, und an dieser Stelle soll das auch schon alles gewesen sein mit euren aktuellen Fragen. Ich bin fast so jetzt so im Nachhinein ein bisschen überlegen, ob mir da vielleicht so in regelmäßigen Abständen vielleicht mal so alle 2-3 Monate ein Format draus machen, eure Fragen, oder vielleicht mache ich es auch in die Q&A-Linie mit rein, weil es halt wirklich Anfängerfragen sind, wo sich jetzt vielleicht nicht ein ganzes Viertel- oder 20-minütiges Video für lohnt, aber wo ich wirklich mal drauf eingehen möchte, weil es sehr oft von sehr vielen gefragt wird. Und ich denke gerade auch, Anfänger bis fortgeschrittenen Bereich deckeln sich so ziemlich viele Fragen. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob so eine Frage von euch mit dabei war, beziehungsweise ob vielleicht auch eine Frage mit dabei war, wo ihr sagt, ja, ich bin jetzt 10 Jahre in der Aquaristik, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ja, vor 8, 9 Jahren habe ich mich das auch noch gefragt, wie das und das geht oder wie das und das abläuft. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten auch, falls ihr Fragen habt, wo ihr sagt, das finde ich so nie gut in einem Buch erklärt, oder wenn ich google, google ich mir einen Ast, ich finde es auch nicht wirklich, kannst du das mal vielleicht kurz knackig erklären über diesen 60 Sekunden Short-Format, weil da rede ich mir immer die Zunge fusselig, um da möglichst in diesem Rahmen zu bleiben, und hier konnte ich jetzt wenigstens die Sachen mal so 3-4 Minuten jeweils zur Thematik erklären. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich doch sehr, dass euch dieses Video in der Form gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute. Euer Nils von Schwimmpaddel. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ciao, bis dann.